In diesem Video möchte ich euch gerne das Rezept zeigen, was ich für euch Gäste in Fulda schon zubereitet habe. Und zwar einen gesmokten Krautsalat mit mariniertem Flanksteak. Wie das Ganze funktioniert und was ich dort für Zutaten benutzt habe, das seht ihr jetzt. Hier haben wir jetzt erstmal die Zutaten für die Marinade für das Flanksteak. Flanksteak ist ein gutes Eingangswort. Das liegt natürlich hier in der Mitte, Hauptdarsteller. Dann brauchen wir ein bisschen Knoblauch, wir brauchen Grillgranaten, dann brauchen wir Sojasauce, ein bisschen Sesamöl, ein bisschen finnischer Salz und aus diesen Materialien machen wir jetzt erstmal die Soße. Zuerst kommt erstmal eine Flüssiggrundzutat hier rein. In dem Fall sind das die Grillgranaten. Da sei noch mal kurz gesagt, da schreibe ich euch nochmal alles auf meinem Blog nieder, auf tobiasgrillt.de. Schreibe ich euch das, wie gesagt, komplett einmal runter, was ich dort für Zutaten benutzt habe und in welcher Menge. Das sollte auf jeden Fall reichen an Grillgranaten. Dann kommen wir zur Sojasauce, weil wir wollen auch ein bisschen Würze drin haben. Das heißt, wir nehmen einen guten Schluck. Sollte schon reichen. Und Sesamöl. Da bitte vorsichtig mit hantieren, denn das ist halt sehr, sehr intensiv. Nicht nur vom Geschmack, sondern auch vom Geruch her. Das sollte schon reichen, um dann halt wirklich so ein kleines bisschen diese asiatische Note mit dran zu bekommen. Und dann greifen wir auf finnischer Salz zurück. Ihr könnt dann natürlich ein anderes Salz nehmen. Ich nutze das jetzt halt sehr, sehr gerne, dass wir so eine kleine Grundwürze von dem Salz haben. Das mische ich jetzt erstmal zusammen. Kommen wir zum Knoblauch, den dann auch am besten einmal komplett reindrücken. Und dann hätten wir die Marinade auch schon fertig. Ich rühre das jetzt einmal kurz zusammen. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, das gerne nochmal probieren. Aber vorsichtig, dann ist ja jetzt Alkohol mit drin, also durch die Grillgranaten. Es riecht jetzt schon sehr, sehr cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist, wie gesagt, erst nur ein Bestandteil vom Rezept. Kommen wir dann jetzt zum Flanksteak. Beim Flanksteak ganz einfach hier oben die Oberfläche mit einem scharfen Messer einmal so einritzen. Das hat Folgendes zugute: Die Marinade kann zum einen halt einmal durchziehen, zum anderen, wenn ihr das Steak nachher grillt, ziehen sich die Fasern nicht zurück, sondern ja, hören dann in dem Bereich halt auf. Nochmal umdrehen, hier genau das gleiche. Und das gilt es jetzt zu marinieren. Kommen wir jetzt, wie gesagt, zu marinieren. Ich habe das jetzt hier schon mal in so einem Vakuumbeutel reingemacht, denn unter Vakuum zieht die Marinade natürlich besser ein. Und ja, das mache ich jetzt erstmal. Das heißt, Vakuumbeutel ist hier schon soweit vorbereitet. Ich nehme jetzt die Marinade, die wir ja vorhin zusammengeschüttet haben. Schütte das schon mal so grob hier rein. Können wir auch schon alles machen. Läuft ein bisschen daneben, deswegen könnt ihr auch unten so ein kleines Tuch hinmachen oder ähnliches. Ich habe jetzt hier alles drin und ziehe das Vakuum. Wenn das ganze Vakuum gezogen ist, lassen wir das Ganze über Nacht, muss ich jetzt ein bisschen hochhalten, über Nacht für, ja, ich sage jetzt mal 12 Stunden gut ziehen. Das mache ich jetzt erstmal und dann sehen wir uns gleich wieder. Da haben wir jetzt auch die Zutaten für den geräucherten Coleslaw oder Krautsalat. Wir brauchen einen Weißkohl. Das ist jetzt hier ein Urweißkohl, dann brauchen wir ein bisschen Öl. Wir brauchen Frühlingszwiebeln. Dann nehmt ihr einen Rub nach eurer Wahl. Ich habe jetzt hier das Cherry Chipotle genommen. Schönes rauchiges Aroma, schön, ja, ein bisschen süß, aber bringt dennoch Wumms. Und wir brauchen eine Menge an Knoblauch. Und mit diesem geht es jetzt weiter. Knoblauch ist relativ einfach zu behandeln. Ich habe jetzt hier eingelegten, schon geschälten Knoblauch genommen. Ihr könnt natürlich auch frischen nehmen. Der ist dann wesentlich intensiver. Aber ihr seht es anhand der Menge. Es wird echt knoblauchlastig sein. Das heißt, ihr müsst wirklich Knoblauch-Fan sein. Also einfach den Knoblauch nehmen, grob runterhacken und da wirklich ganz, ganz viele kleine, ja, ich sage jetzt mal Würfelchen machen. Das mache ich jetzt erstmal und dann sehen wir uns gleich am Glas wieder. Machen jetzt erstmal die Marinade für den geräucherten Krautsalat. Dazu geben wir ein bisschen Öl in eine Schüssel oder ein Gefäß, je nachdem, was ihr habt. Sollte schon reichen. Ihr seid noch mal kurz gesagt, für die kompletten Rezeptangaben könnt ihr immer oder wie immer auf meinem Blog schauen, auf tobiasgrillt.de. Greifen jetzt halt auf einen Rub zurück. Da könnt ihr, wie gesagt, einen Rub nehmen, was ihr gerne mögt. Ich mag es halt gerne etwas schärflicher, ein bisschen rauchiger. Das sollte auch schon reichen. Rühre das einmal kurz durch. Und dann kommen wir auch schon zum Knoblauch. Das heißt, der Knoblauch, der hier jetzt liegt, der muss von der kompletten Menge wirklich alles da rein. Dann geben wir dieser Marinade, ich sage jetzt mal gute 10, 15 Minuten, dass die gut durchziehen kann. Ab und zu mal ein bisschen durchrühren. Und dann können wir auch schon den Urkohl bearbeiten. Die Bearbeitung des Urkohls, in dem Fall Weißkohl, da könnt ihr halt einen Kohl nehmen, den ihr wollt. Der ist perfekt, der steht schon freiwillig, seht ihr selbst. Ist relativ einfach. Und zwar dieser Strunk, der muss jetzt raus. Scharfes Messer zur Hand nehmen und dann am Strunk entlang
immer hier da, wo die, ja, die Blätter nach oben wachsen, schön großzügig mit der Spitze vorne rein stechen. Einmal so richtig großzügig drumherum, nicht zu tief. Und damit schafft er nämlich jetzt auch gleichzeitig die Mulde für die Marinade. Hat er mit der Hand nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Einfach einen Löffel zur Hand nehmen, dann, ja genau, jetzt klappt das halt perfekt. Und dann habt ihr hier unten halt schon, das ist der Strunk. Der ist halt, ja, ich würde nicht sagen unappetitlich, aber der ist halt mehr störend, als dass er uns behilflich sein kann. Und dann habt ihr hier, ich versuche mal das hier so ein bisschen rauszubekommen, eine Höhle. Und die gilt es jetzt erstmal größer zu machen. Nehmt euch wieder ein Messer zur Hand und dann halt versuchen, nicht bis nach ganz unten durchzustechen, sondern halt immer wieder hier so ein bisschen am Rand entlang, damit ihr ja eine Grundlage für die Marinade gleich schafft. Und mit der geht es gleich weiter. Jetzt kommen wir auch zur Marinade direkt. Das Loch ist sehr groß. Solltet ihr auch wirklich drauf achten, dann nehmt euch einfach einen Löffel zur Hand. Oder ihr könnt das auch einfach reinschütten. Und ihr seht schon, da passt wirklich eine Menge rein. Und das soll auch so sein. Das füllen wir jetzt, wie gesagt, hier rein. Und dann kann dieser Krautsalat, welcher davon jetzt noch Salat werden möchte, auch schon auf den Grill. Gegrillt wird der noch nicht vorhandene Salat, also eher der Urkohl, wer weiß Urkohl, bei schwacher indirekter Hitze von, ja, ich sag jetzt mal 100 Grad, das heißt wirklich im Low- und Slow-Bereich. Ich habe jetzt hier mit Wasser ein Setting gewählt, damit der Kohl auch von außen genug Feuchtigkeit bekommt und der Monolith an sich ja die Feuchtigkeit abgibt. Und da drin bleibt der Kohl jetzt für die nächsten 3 Stunden. Da es auch ein geräucherter Kohlslaw ist oder Krautsalat, brauchen wir natürlich ein bisschen Rauchmaterial. Da habe ich jetzt hier die Rotweinfässer klein geschreddert. Einfach die Klappe hier aufmachen. Da könnt ihr natürlich einen anderen Geschmack nehmen, den ihr gerne mögt. Einfach die Schiene reinschieben. Das ist ungefähr die Mitte von dem Glutnest. Dann legen wir ein bisschen Chips hier drauf. Nehmen es uns den Schieber zur Hand. Jetzt auf die falsche Seite vom Schieber genommen, das macht aber nichts. Und schieben einfach die Chips jetzt so peu à peu immer so ein bisschen rein. Und das wiederholt ihr, ich sage jetzt mal, in den nächsten 3 Stunden noch 1-2 Mal. Ja, und dann heißt es, für euch sehen wir uns gleich wieder, aber für mich heißt es 3 Stunden warten. Na gut, 3,5 Stunden bei 105 Grad circa. Schauen wir jetzt mal nach. Sieht der nicht perfekt aus? Drucktest, ganz einfach. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen heiß und ihr seht, er ist super, super schlotzig. Den nehmen wir jetzt erstmal runter vom Grill. Bevor wir ihn anschneiden können, muss er natürlich abkühlen. Für den Salat gleich brauchen wir logischerweise auch noch eine Marinade. Die besteht ganz klassisch aus Mayonnaise, ein bisschen Senf, Frühlingszwiebeln. Jetzt seht ihr sie wieder, vorhin haben sie fälschlicherweise sich im Bild versteckt. Dann brauchen wir eine Zwiebel, ein bisschen Zucker und Apfelessig. Frühlingszwiebeln kannst du mal runterschneiden, und zwar hier hinten das ganz hintere Stück einmal wegschneiden. Und dann nehmen wir halt wirklich von dem Grün ganz, ganz viele kleine Ringe, aber auch wirklich nur von dem Dunkelgrün. Es gibt halt den gewissen Crunch nachher in der Marinade und ja, das harmonisiert gleich wirklich mit dem Kohl noch. Zwiebeln auch in kleine Würfel schneiden, dazu hier einmal mit einem scharfen Messer einmal so quer durch 1-2 Mal, dann einfach hier oben von oben nach unten einmal durch und dann habt ihr halt schon ganz kleine Würfel, die ihr halt einfach im Prinzip runterschneiden könnt. Und auch das gibt den gewissen Kick nachher im Salat. Ja, einfach so hier runterschneiden jetzt und dann habt ihr richtig schöne feine Würfel. Die kommen auch, wie gesagt, gleich in die Marinade. Jetzt beginnen wir mit der Grundlage von der Marinade für den Salat. Ein bisschen Zucker, ein bisschen Apfelessig. Schneebesen zur Hand nehmen und dann so lange rühren, bis sich der Zucker komplett aufgelöst hat. Weiter geht's mit dem Senf. Sollte reichen. Dann kommen wir jetzt zur Mayonnaise. Das darf ja auch ordentlich nach Mayo schmecken. Ich bin halt Fan von Mayonnaise. Auch im klassischen Coleslaw. Ich mag das halt wirklich sehr. Immer komplett alles rein. Und dann wieder den Schneebesen zur Hand nehmen. Und einmal komplett durchrühren. Jetzt kommen wir zu den klein geschnittenen Zwiebeln und den Frühlingszwiebeln, die natürlich auch mit in die Marinade rein. Ich mache das jetzt schon mal so grob, die auch verrühren. Und dann heißt es nur noch mit Salz und Pfeffer nachwürzen. Da ist natürlich euer Gusto gefragt, wie viel Salz und wie viel Pfeffer ihr da rein mögt. Das ist von jedem unterschiedlich.
Das Ganze lassen wir jetzt noch mal circa eine Viertelstunde im Kühlschrank ziehen. Und dann können wir auch schon den Salat anschneiden. Und jetzt zum Kraut. Wird jetzt ordentlich kühl angenommen. Einfach aus dem Brettchen nehmen. Und jetzt zeigt sich auch, warum ich vorhin die äußeren Blätter nämlich dran gelassen habe. Weil ihr seht selber, die sind halt ja wie Laub. Die einfach wegnehmen. Kann man so ganz einfach dran wegzuppeln. Jetzt auch. Jetzt mal beiseite legen. Und ja, ihr seht halt jetzt schon hier in den inneren Bereich, hier ist jetzt die ganze Saft drin. Und das schneiden wir jetzt erstmal zusammen auf. Gucken, ob ihr das auch sehen könnt. Das ist halt wie Butter. Ja. Ein bisschen warm ist er auch noch. Ich schneide das Ganze jetzt mal so seitlich auf. Könnt ihr das halt sehen. Ich schiebe das mal nach vorne. Hervorragend. Und davon gilt es jetzt, Streifen zu schneiden. Einfach den Salat, so wie er jetzt ist, auf der Seite machen und dann halt von oben nach unten so runterschneiden. Musste leider ein bisschen probieren, das schmeckt so richtig, richtig gut. Ein leichter Crunch ist nochmal drin. Jetzt einfach die Hände nehmen und alles mit so in die Schüssel reingeben. Und das mache ich jetzt auch noch mit der anderen Kohlhälfte. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt rühren wir alles einmal komplett durch. Das heißt, dass die Mayonnaise halt wirklich eine homogene Masse mit dem Salat ergibt. Einmal komplett, einmal durchrühren. Und ihr werdet jetzt halt auch merken, dass es vom Sud her komplett reicht. Der Kohl an sich, der gibt ja auch nochmal eine gewisse Flüssigkeit mit. Und ja, das Ganze lassen wir dann jetzt nochmal für, sag jetzt mal, 10, 20 Minuten ziehen. Aber in der Zeit müssen wir ja noch ein Steak grillen. Da haben wir das Steak, das ist jetzt über Nacht gezogen, auch richtig schon. Ist jetzt nicht komplett im Vakuum, aber es reicht halt für die Geschmacksexplosion. Reicht das vollkommen aus. Ein bisschen diesen Sud runterdrücken, ein scharfes Messer zur Hand nehmen. Einmal aufschneiden. Dann nehme ich jetzt einfach nur einmal das Steak raus. So wenig Flüssigkeit wie möglich. Und ja, wenn ihr das jetzt riechen könntet, das ist der Wahnsinn. Ich tupfe das jetzt noch einmal ab. Mit einem Zehrer. Und dann würde ich sagen, können wir das auch schon grillen. Das Steak wird jetzt logischerweise bei starker direkter Hitze gegrillt. Ich habe das Setting jetzt hier umgestellt auf, ja wie gesagt, starke direkte Hitze. Und da wird das Steak jetzt einfach pro Seite maximal 2 Minuten gegrillt. Das ist jetzt kein Hexenwerk. 2 Minuten sind rum. Gucken mal nach. Und der Duft, der ist halt wirklich hervorragend. Wirklich hervorragend. Ja, perfekt. Ich drehe es jetzt nochmal so rum. Dann grille ich das von der Seite jetzt auch nochmal für 2 Minuten. Und dann sehen wir uns am Brettchen wieder. So, Steak vom Grill genommen. Eine gute Minute ruhen lassen. Und jetzt heißt es wirklich anschneiden. Und ja, also es schneidet sich wirklich wie Butter, um ehrlich zu sein. Und ich liebe Flanksteak. Es ist relativ schnell fertig. Man hat sehr, sehr schnelle Möglichkeiten, das zu marinieren. Sieht das nicht hervorragend auf? Ich schneide es jetzt weiter auf. Und dann heißt es gleich einen Teller anrichten. Anrichten auch sehr unspektakulär. Ein bisschen Salat nehmen. So einen kleinen Salatspiegel hier in der Mitte machen. Ruhig ein bisschen rumsauen, das dürfte auch. Ruhig ein bisschen längs ziehen. Und dann einfach ein paar Flanksteak-Streifen nehmen, die dann einfach so da oben drauflegen. Und zu guter Letzt natürlich das Finisher-Salz. Und damit ist der gesmokte Coleslaw-Salat mit Flanksteak auch schon fertig. Ja, das war ja der gesmokte Coleslaw oder Krautsalat mit einer ordentlichen Knoblauchnote. Also ich mag es halt wirklich sehr und das Flanksteak, das marinierte. Ihr habt recht gehabt, ich konnte es in Fulda nicht probieren, aber ihr habt wirklich recht gehabt. Richtig genial. Solltet ihr unbedingt nachmachen. Wenn ihr das nachgemacht habt, schreibt das unten mal kurz in die Infobox. Das würde mich interessieren. Die Wespe hat jetzt auch Hunger. Bevor sie mir das komplett klaut, kommen wir zum Ende zu dem Video. Falls euch dieses Rezeptvideo gefallen hat, gebt dem Video wie immer einen Daumen. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr unterhalb von diesem Video. Für weitere Tipps und Tricks oder genau dieses Rezept, schaut einfach auf tobiasgrill.de nach. Bis dahin.